Ändert sich das Bewusstsein in der Medizin hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung und was kann mein Gesicht über mich verraten? Über diese und weitere außergewöhnliche Themen spreche ich heute in unserem Business Doc Podcast mit meinem Interviewgast Anne Vierhauser. Anne, schon mal ganz herzlichen Gruß nach Dresden. Du bist in Dresden heute? Das stimmt. Ja. Danke. Freue mich wirklich sehr. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit praktischem Support und wertvollen Hinweisen unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und wie immer, wenn Sie mehr über Business Doc erfahren wollen, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie gerne eine E-Mail an info@businessdoc.online. Es hat sich ja irgendwie rausgestellt bei mir, dass ich so zu meinen Gästen auch häufig mal eine persönliche Verbindung habe, so unter anderem auch zu der Anne Vierhauser, die ich heute als Gast begrüßen darf. Wir haben uns auf einer Fortbildung kennengelernt, auf der Public Speaking University, also da geht es um Trainerausbildung, Speaking-Ausbildung. Und vielleicht kennt ihr das, ich habe sofort irgendwie gedacht, ich habe eine Beziehung zu Anne, also wie auch immer, war sofort eine Verbindung da, Sympathie. Heute weiß ich, warum das so ist, das wird sie uns heute auch erzählen, weil sie schon wieder viel mehr vorher von mir wusste, als mir das überhaupt lieb gewesen ist. Aber bevor wir in die Frage- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich die Anne noch einmal etwas ausführlicher vorstellen. Anne Vierhauser lebt heute in Dresden und arbeitet auch aus Dresden heraus. Und sie ist irgendwann mal in Nürnberg geboren, vor gar nicht allzu langer Zeit. Sie ist dann gestartet in die berufliche Karriere nach dem Abitur als Werbekauffrau, also sehr klassisch. Hat 15 Jahre lang bei der Firma CPM oder CPM Germany GmbH in Bad Homburg gearbeitet. Das muss ich jetzt ablesen. War dort ab dem Jahr 2009 oder hatte dort die gesamtverantwortliche Leitung einer Promotion-Einheit mit unterschiedlichen Kunden und Projektteams für personalgestützte Marketingmaßnahmen internationaler Konzerne. Seit 2015 bis heute ist sie als freiberufliche Trainerin, Speakerin und Coach unterwegs, unter anderem mit den eigenen Firmen Tortuga Coaching und Tortuga Management. Da wird sie uns später sicherlich auch noch was zu sagen können, weil ich glaube, das ist schon mal ein sehr interessanter Bereich in ihrem Leben, wo ein großer Wechsel stattgefunden hat, über den sie uns berichten wird. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte heute im Bereich der Trainerin sind im Bereich der Soft Skills zu suchen, unter anderem in dem Bereich der Kommunikation, Gesichts- und Körpersprache, Gesichtslesen unter anderem, da werden wir auch drüber sprechen heute noch, Gesprächsführung, Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist mit eigenen Vorträgen als Speakerin, Podcasts und Keynotes unterwegs. Ich weiß, sie war gestern Abend noch bei einer Kette der Median-Kliniken, eine Reha-Einrichtung und hat dort einen Vortrag gehalten zum Thema Menschenlesen, auch hochinteressant. Sie ist als Coach für Business- und Persönlichkeitsentwicklung tätig, hat jetzt kommen ganz viele auf Ausbildung, also Hypnose, Public Speaking, Gesichtslesen, Mimik, Gestik, Körpersprache, werteorientierte Organisationsentwicklung als Coach, also ganz, ganz viel, Anne, ne? Man muss da tief Luft holen, ja, wenn man das mal vorgelesen bekommt. Und wir wollen aus diesen Bereichen heute einiges besprechen, wollen natürlich auch immer wieder den Weg in die Medizin finden und gucken, wo gibt es Parallelen und wo kann man das herleiten, wo kann man auch den gesamtheitlichen Ansatz sehen. Zum Schluss noch ein Auszug aus Ihrer Kundenliste, der mich auch unglaublich beeindruckt hat, finde ich ganz, darf ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde hier so namhafte Firmen wie die Robert Bosch GmbH, Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nestle GmbH Deutschland, die Internationale Akademie für Führung und Management und Personalentwicklung und ganz, ganz viele mehr. Anne, ich muss jetzt ein bisschen tief Luft holen und freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Business Doc Podcast. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung und fürs Dasein dürfen. Ja, bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, bitte nochmal gebe ich die Frage zurück an dich. Wer ist Anne Vierhauser heute? Was macht sie beruflich und privat in eigenen Worten? Ja, Anne Vierhauser, ich glaube, ich probiere Menschen dabei zu unterstützen, in die beste Version ihrer selbst zu kommen. Und das auf allen Ebenen. Das mache ich irgendwie, wie du es gerade schon gesagt hast, in Firmen, wo es um Trainings geht. Wie kommuniziere ich? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern so umgehen, dass sie auch in ihre Stärke kommen? Das mache ich im Face-Reading, im Gesichtlesen, weil im Gesichtlesen ist der schönste und der direkteste Weg, an die Talente und die Potenziale der Menschen zu kommen. Und wenn Menschen ihre Talente kennen, dann können sie ihre Leidenschaft erkennen und dann finden sie auch ihre Bestimmung. Mhm. Und dabei helfe ich ihnen und manchen Menschen stehen ein paar
ja, Glaubenssätze im Weg oder Blockaden, die sie aus irgendwelchen Prägungen haben und die sie davon abhalten, in ihre Talente zu gehen und ihren Potenzialen zu folgen. Und da helfe ich dann mit Coaching, mit Hypnose oder auch mit Theta Healing, um den Menschen eben ja den Weg frei zu machen in ihren Erfolg, in ihr Glücklichsein und unterm Strich auch in ihre Gesundheit. Das ist ja ein unglaublich spannender Weg. Also als wir uns kennengelernt haben, hast du so zwei, drei Sätze nur dazu gesagt und ich fand das damals schon sehr, sehr beeindruckend, dass man ja so tief in den Mensch, ich nenne es jetzt mal, reinschauen kann, um zu sehen, was passiert da mit ihm, aber auf der Umkehrschluss daraus ja auch eine Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wie kann dieser Mensch das für sich nutzen und daraus wirklich das, ja, leben, was er leben möchte, beziehungsweise was seiner Natur wirklich entspricht. Ne? Ja. Ist das so? Kann man das so vielleicht zusammenfassen? Das ist so. Also ich sag mal, ich habe mich vor allem gebildet in der Physiognomie und in dem chinesischen Gesichtslesen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Gesichtslesen. Auch etwas, die Antlitzdiagnostik beschäftigt sich sehr mit der Gesundheit. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das chinesische Gesichtslesen liest Talentlinien. Und die Chinesen sagen, dass Talentlinien oder Talente eigentlich Aufgaben sind. Im Grunde genommen, wenn du ein Talent hast, ist deine Aufgabe, diesem Talent nachzukommen, dann gibt es dir Energie. Wenn du deinen Talenten nachkommst, kriegst du Energie. Wenn du die Talente liegen lässt und brach liegen lässt, dann kostet es dich Energie. Mhm. Und daher gehen die Chinesen und sagen, okay, wenn man zum Beispiel... Du zum Beispiel bist jemand, du hast the line of the mind, also du hast die Linie des Verstandes und es wäre recht ungünstig, wenn du den nicht nutzen würdest, wenn du nicht immer wieder in deinem Leben, nicht nur in deinem Job, sondern in deinem Leben eben deinen Verstand ganz klar nutzt für das Weiterkommen für dich. Okay. Und wenn du das tun würdest, dann würde es dir schlecht gehen oder würde es dir schlechter gehen als heute? Ja, also nicht, vielleicht nur eine Sache jetzt an alle, die sie das anhören und die das, wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe Anne gesagt, sie soll etwas sagen zu mir und ich weiß aber nicht, was sie sagen wird. Aber da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Ich möchte erstmal noch auf dich nochmal zurückkommen. Du hast ja in deinem Leben vorher auch mal was anderes gemacht. Du warst ja sehr, sehr lange, 15 Jahre deines Lebens, wie ich es gerade gesehen habe, in einem relativ normalen Job, also im Bereich der Werbekauffrau tätig. Wie kommst du dazu? Wie bist du dazu gekommen, diesen Umbruch in deinem Leben zu gestalten? Also tatsächlich habe ich mich mein ganzes Leben lang auch bei CPM mit Menschen beschäftigt. Und das war auch etwas, was mich so lange bei CPM gehalten hat. Ich habe es geliebt, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Und dann bin ich durch den Dschungel gelaufen. und habe im Dschungel festgestellt, dass ich mich eigentlich damit beschäftige, dicken Kindern noch mehr Computerspiele zu verkaufen. Mein Messwert war, wie viele Computerspiele verkaufst du? Mein Messwert war, wie viele kosmetische Schminkartikel verkaufst du? Mhm. Und ich habe mir im Dschungel überlegt, das kann nicht alles sein. Menschen ja, das, aber nicht dicke Kinder noch dicker machen. Und ich habe in dem Dschungel, ich bin 9 Tage mit der Machete durch den Dschungel gelaufen. Also darf ich da mal kurz unterbrechen? Ja. Das ist jetzt nicht symbolisch gemeint gewesen, sondern du bist wirklich durch den Dschungel gelaufen. Ja, ich bin wirklich in Sumatra durch den Dschungel gelaufen mit einem wundervollen Freund und einem Team, also mit einem Guide-Team. Mhm. Und was da ganz faszinierend war, ich bin das erste Mal im Leben meiner eigenen Kraft begegnet. Ich habe gemerkt, dass die größte Kraft nicht aus einem Erfolg und nicht einer Anerkennung von außen kommt, sondern aus mir selbst. Ich glaube, es war meine persönliche Pilgerreise. Die muss nicht jeder muss in den Dschungel, aber jeder darf seiner eigenen Kraft begegnen. Und ich hatte das Glück, dass ich ihr im Dschungel begegnet bin. Und dann bin ich aus dem Dschungel raus. Ich habe geweint nach 9 Tagen wie ein Schlosshund und habe dann entschieden, es ist das Schönste der Welt, seiner eigenen Kraft zu begegnen. Und das möchte ich zukünftig auch anderen Menschen schenken. Mhm. Und dann habe ich gekündigt. Das ist die Kurzversion. Und habe mal den Fallschirm aufgemacht. Also ich bin gesprungen, damit der Fallschirm aufgeht. Mhm. Und er ist aufgegangen. Ja, genau. Das wäre jetzt natürlich sofort die Anschlussfrage gewesen. Ist der Fallschirm aufgegangen? Ich meine, so eine Entscheidung zu treffen aus... würden vielleicht viele sagen, aus einer Laune heraus, also zu sagen, ich hatte einen tollen Urlaub, ich habe da tolle Erfahrungen gemacht, 14 Tage oder 3 Wochen oder 9 Wochen, keine Ahnung, wie lange du weg warst. Ja. Und dann vielleicht aus diesem Gefühl heraus alles aufzugeben. Es hat ein bisschen gedauert, das ist natürlich die Kurzversion. Also ja. Es hat ein halbes Jahr gedauert, weil ich dann Bilder von mir gesehen habe aus dem Dschungel und habe gesehen, was passiert nach 3 Monaten mit dem Gesicht,
Damals war ich noch keine Gesichtsleserin. Es hat ein bisschen gedauert, aber ja, es war, ich weiß heute, dass es der Anstoß war. Okay. Und ehrlicherweise bin ich mit einer gewissen Arroganz da reingegangen in die Kündigung und habe gesagt, ich kündige mal, ich will schon irgendwas finden. Und ich habe aber nichts gefunden. Okay. Ich habe nur sehr, sehr viele Begegnungen gefunden. Mhm. Ich habe unglaublich viele Menschen getroffen, die tatsächlich, und da an der Stelle danke an all diese Menschen, die mir all diese Dinge gezeigt haben, die ich da gelernt habe in diesem halben Jahr und die das Fundament dafür gelegt haben. Und das war das Gesichtlesen, das war Täterhealing, das war die werteorientierte Organisationsentwicklungsausbildung. Und ja, so wurde dann irgendwann ein Kreislauf draus, in dem ich heute bin. Ja, wirklich super. Also ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich sehr häufig diese Meinungen dazu höre, die dann sagen, ja, das ist mal eine Entscheidung gewesen, aber dann läuft es eben nicht. Aber ich glaube, das ist ja ganz wichtig, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, ich mache es trotzdem und stehe dann für das, was ich tue. Und wenn ich das jetzt wieder auf die unternehmerische Seite lenke, dann ist es ja die Entscheidung, die man für sich irgendwann treffen muss. Und ich glaube, wenn jemand zu 100%, wie du jetzt dahinter steht, dann kann es ja nur gut werden, dann entwickelt sich. Ich hätte das sehr, sehr gerne auch für den medizinischen Sektor, wenn ich mal sofort wieder den Umkehr mache. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn viele Ärzte, Mediziner diesen Weg gehen würden und sagen würden, ich folge meiner Berufung, denn für viele ist Gott sei Dank der Arztberuf immer noch viel, viel mehr als nur ein Beruf, sondern als Berufung. Und die machen das unglaublich gerne. Und das mitzunehmen, zu sagen, ich habe den Mut, wende das auch als wirklich junge Frau, die dann sagt, ich gehe da jetzt meinen eigenen Weg, wirklich toll. Noch eine kurze Frage zur persönlichen Seite. Du lebst in Dresden, immer schon, du bist in Nürnberg geboren. Wie bist du da hingekommen? Ja, nein, also ich lebe nicht schon immer in Dresden. Ich bin in Nürnberg geboren, aber eigentlich nur rausgerollt. Bin dann nach Frankfurt gekommen, habe eigentlich mein Leben lang in Frankfurt gelebt und habe in diesem Wandel, in diesem nach der Kündigung auch bei CPM tatsächlich die Liebe meines Lebens gefunden. Und die wohnte in Dresden. Ja. Also das tut sie immer noch heute mit mir zusammen. Das heißt, ich habe dann Frankfurt schweren Herzens verlassen und bin dem Herzen gefolgt. Und es war am Anfang schwierig. Die Umstellung von Frankfurt nach Dresden ist nicht die leichteste. Aber ja, Brücken bauen kann man auch in Dresden. Und das habe ich getan und heute bin ich sehr glücklich hier. Schön. Das ist also auf jeden Fall ein mehr als zu verstehender Grund gewesen, für die Liebe nach Dresden zu gehen. Und ich hoffe, dass dein Lebenspartner das jetzt hört und damit weiß, was da passiert ist in deinem Leben. Ne? Also, Das Thema Hypnose, Theta Healing, Gesichtslesen, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstraining. Du machst ja wirklich viel. Du hast schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Jetzt ist es ja sehr vielfältig. Man könnte ja sagen, ach komm, ich suche mir einen Bereich raus, Hypnose, und das mache ich jetzt. Warum so eine Vielfältigkeit? Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass ich das richtige Instrument habe, sondern dass ich mir wünsche, dass ich so vielen Menschen wie möglich eine Unterstützung geben kann. Und wenn ich sage, also zum Beispiel, viele Menschen haben Angst vor Hypnose. Viele Menschen möchten nicht mit spirituellen Dingen in Verbindung kommen. Es gibt Menschen, die sagen, du bist Gesichtsleserin, ich möchte dich nicht mehr sehen. Und weil sie Angst einfach haben. Es ist eine Angst dahinter. Und wenn ich Menschen in ihre Stärke und ihre Größe und ihre Kraft helfe, dann ist ja Angst ein schlechter Begleiter. Und deswegen versuche ich so viele Vokabeln und Instrumente wie möglich zu finden, die dem einzelnen Menschen helfen können. Ist das die Angst davor, dass etwas Fremdes ist, weil man das nicht kennt? Oder ist es die Angst davor, vielleicht einfach etwas über sich zu erfahren, was man gar nicht wissen möchte? Ich glaube, es kommt darauf an, wenn wir über Hypnose sprechen. Hypnose ist einfach etwas, was so sehr in Verruf geraten ist und wo man gar nicht mehr weiß, dass man Menschen, um bei deinem Thema zu bleiben, aus einem Schmerz, aus einem chronischen Schmerz raushelfen kann. Es geht nicht nur über Hypnose, aber ich kann zum Beispiel einen chronischen Schmerz geringer machen. Ich kann einen Menschen dabei unterstützen, eine Krankheit besser zu tragen und damit auch ins Ende zu tragen, also sprich in Gesundheit zu kommen. Beim Gesichtlesen ist es eher, die Menschen haben Angst vor sich selbst, wie du sagst. Also etwas über sich zu erfahren oder etwas zu hören, was sie preisgeben durch ihr Gesicht, das macht Menschen Angst. Theta Healing ist was Hochspirituelles, wo gerade auch Ärzte sagen, was ist das? Oder viele Ärzte, nicht alle.
Ja, und es ist unterschiedlich, woher die Angst kommt, aber es ist oft eine Angst. Oder eben, ja, das Ungewohnte, das Nichtwissende. Jetzt gibt es ja gerade in dem Bereich der Medizin, und ich habe ja wirklich täglich damit zu tun, viele neue Ansätze, viele neue Interpretationen auch zum Thema Gesundheit, Heilung und so weiter. Viele Ärzte sagen mir nicht immer offen, aber inoffiziell, dass sie auch der Meinung sind, dass die Schulmedizin in vielen Bereichen nicht mehr weiterkommt und man sich der ganzheitlichen Medizin öffnen muss oder öffnen sollte. Jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt ist also in dem Grunde, weil wir haben Maßnahmen zur Heilung in Deutschland, wir haben Pläne, nachdem Krankheiten behandelt, bedient werden sollen. Siehst du denn langfristig nicht nur eine Entwicklung, sondern eine Chance für zum Beispiel so etwas wie Theta Healing auch in der Allgemeinheit? Absolut, absolut. Weil ich glaube, dass Theta Healing oder auch eine Hypnose oder alles, was eben in dieser geistigen, unterbewussten Ebene abläuft, egal welchen Namen es hat, ich glaube, eine Krankheit ist erstmal da und eine Seele darf sich bereit machen, die Krankheit loszulassen. Und ich glaube, da hilft kein Antibiotika, da hilft keine Chemotherapie, da hilft keine fachliche Geschichte, die ein Arzt erstmal verschreibt, sondern da hilft es, den Menschen zuzuhören und das, was dahinter ist, rauszufinden und zu erkennen. Und wenn man das erkennen kann, dann kann man es aus dem Weg räumen. Und ich glaube, dass Ärzte ein viel zu wertvolles Wissen haben, um sich damit auch noch zusätzlich zu beschäftigen, es sei denn, sie machen es von sich aus. Ich habe eine Neurologin als gute Bekannte, die macht Hypnose und Theta Healing nebenher, weil sie sich dafür begeistert. Und dann verbindet sie das alleine. Aber man kann eben auch mit Ärzten zusammen. Ich habe viele Klienten, die als Patienten bei Ärzten sind, die dafür loben, dass sie zu mir kommen und sagen, das ist gut, dass du die Blockaden, es gibt ja immer einen Grund, warum eine Seele sich entscheidet, eine Krankheit zu haben. Das rauszufinden und das aus dem Weg zu schaffen, ist doch das, was in eine ganzheitliche und auch langfristige Gesundheit folgt. Führt. Also, das heißt, ich möchte da kurz wirklich direkt drauf eingehen. Das heißt, du arbeitest oder du kooperierst nicht unmittelbar mit Ärzten, aber Ärzte sind, also ihr behandelt, wenn ich das mal so sagen darf, Patienten oder sind deine Klienten, Mandanten. Genau. Und man merkt aber, ich sag mal so auf der Ebene, du sagst, ja, es ist wichtig, dass ihr da in ärztlicher Behandlung seid, aber die sagen auch, ja, es ist total gut, dass du dir dieser Sache, dass du dich dieser Sache annimmst und mal guckst, wo es wirklich herkommt. So wird es zumindest berichtet. Ehrlicherweise habe ich keinen, also außer einem Zahnarzt, wo es um Angstbehandlung geht, also habe ich keinen Kontakt direkt zu Ärzten leider. Aber ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die einen Krebs hatte und der wiedergekommen ist und der dreimal wiedergekommen ist und sie sich irgendwann gefragt hat, warum kommt der Krebs immer wieder? Und soweit ich weiß, es ist jetzt ein Jahr her, ist der Krebs im Moment nicht zurückgekommen. Weiß ich nicht, ob es alle dreimal ist gut jetzt, dreimal Chemo reicht oder okay, ich habe mal auf der Seelenebene geguckt, warum nehme ich diesen Krebs immer wieder an mich. Und ich glaube, auf dieser Ebene kann ich unterstützen. Ich kann einen Arzt niemals ersetzen und es gibt auch diejenigen, die sagen, ich will keine Schulmedizin, ich will nur zu dir und ich sage, ich nehme dich nicht an. Das mache ich. Ja. Aber diese Unterstützung unbedingt. Und da ist, glaube ich, auch der Zusammenschluss und der Handshake zwischen Arzt und Coach möglich. Ja. Vielleicht auch. Dann starte ich mal direkt einen Aufruf jetzt. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn man einen kleinen Anstoß zugeben kann an alle Ärzte. Vielleicht, dass man einfach sich auch mal mit dem Thema auseinandersetzt oder vielleicht auch mal ja einfach Kontakt aufnimmt zu jemandem wie dir, wo man einfach auf einer anderen Ebene mal miteinander spricht und sich das Thema mal annimmt. Das heißt ja nicht, dass man alles gut oder sofort schlecht finden muss, sondern einfach die Auseinandersetzung damit und mal gucken, kann er so etwas was bewirken. Für alle die, ich habe die Anna auch gebeten, wir werden Anfang Februar, wir wollten es erst im November machen, Anfang Februar auf einer Veranstaltung von uns zu referieren. Ich weiß noch nicht so genau, wann wir es im Februar machen, aber ich würde mich sehr freuen, Anne, wenn du dabei wärst und vielleicht dieses Thema auch nochmal einer großen Anzahl von Ärzten nahe bringst, also was du da machst, beziehungsweise wo da auch Ansätze sind. Das Thema Hypnose ist ja unter anderem auch bekannt, zum Beispiel in der Schmerzlinderung. Ich weiß, dass einige Zahnärzte das mittlerweile anwenden. Hast du da Erfahrung? Kannst du da was zu sagen? Schmerzlinderung auf der einen Seite, also man sagt, einen akuten Schmerz wegzuhypnotisieren ist
ist möglich. Also denken wir an Hypnobirthing, da geht das. Aber vor allem chronische Schmerzen, wo es eigentlich ein chronischer Schmerz heißt, ja, dass es eigentlich kein Anlass mehr im Körper dafür gibt, dass dieser Schmerz da ist. Der findet im Unterbewusstsein statt, der findet aus einer Gewohnheit raus statt. Ärzte könnten das jetzt viel, viel schöner erklären als ich. Und da hilft natürlich eine Hypnose, um den Menschen aus diesem chronischen Schmerz rauszuholen. Habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht oder eben auch in Angstbewältigung beim Zahnarzt. Menschen, die nicht in eine Zahnarztpraxis gehen wollen, weil sie so viel Angst haben. Da hilft es, wenn man im Wartezimmer ist und den Menschen einfach, ja, die Hände reicht. Auf welche Art und Weise auch immer. Und das muss nicht die Hypnose sein, die heißt, schlaf tiefer und tiefer und du kriegst nichts mehr mit. Weil so funktioniert eine Hypnose sowieso nicht. Das heißt also, wenn ich ein bisschen raushöre, auch da wäre ja zum Beispiel schon wieder die Führungsqualität des Arztes gefragt, zu sagen, ich wende mal ein paar Infos an meine, oder gebe diese Infos auch an meine Mitarbeiter weiter. Was muss ich denn tun, damit zum Beispiel Patienten, die mit einer Angststörung kommen in meine Praxis, vielleicht schon positiv darauf einwirken können? Das ist ja auch etwas, was wir in anderen Interviews immer wieder gehört haben, dass jemand sagt, die Behandlung beginnt ja nicht erst im Patientenstuhl oder im Arztzimmer, sondern viel früher, also mit dem Verhalten innerhalb der Praxis. Ne? Ja, genau. Und da einfach auch den Praxismitarbeitern Methoden an die Hand geben und Instrumente an die Hand geben und einfach auch, ich meine, die Ärzte bringen manchmal, ob sie das ganz liebevoll und voller Zeit machen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie bringen Diagnosen, die schockieren. Wie gehe ich denn mit einem seelisch schockierten Menschen um und was kann ich tun, dass er rausgeht und sich doch ein bisschen, sagen wir mal, sicherer fühlt. Geborgen kann man sich an der Stelle nicht fühlen und gut kann man sich auch nicht fühlen. Nee, das stimmt, das stimmt. Das Gefühl, ich gehe jetzt hier raus und meine Welt ist vorbei, das muss nicht sein. Und das sind so Dinge, ja, da können die Mitarbeiter so viel machen oder vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft auch die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die in einer großen Praxis arbeiten, die genau dafür verantwortlich sind. Also es gibt ja. Ja, genau, es gibt ja durchaus Konzepte, die da oder Praxen, die den ganzheitlichen Ansatz haben, die sich wirklich mit diesen Themen beschäftigen und die diese Themen auch für ihre Patienten, aber auch für ihre Mitarbeiter und für ihre Mitkollegen auch mitentdeckt haben, da gesagt, ganzheitlich geht. Ist das denn was du auch mit anbietest, wo man sagen kann, auch da kann man, ich sag mal, im großen Kreis mal mit dir, mit den Kollegen, mit Mitarbeitern drüber sprechen? Unbedingt. Also ich würde das mit großer Begeisterung tun und da eben auch ja diese Führungskräfte und Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit diesen ganzen alternativen Dingen, die ich kennengelernt habe, verbinden. Wenn ich die Chance dafür kriege, super gerne. Ich kann im Moment noch nicht sagen, dass ich es tue, weil tatsächlich mir ja das Klientel beziehungsweise die offenen Ärzte dazu noch. Aber das ist vielleicht auch nur meine. Ja, aber also gut, das ist ja auch ein Teil, ich sehe das ja auch so ein bisschen als meine Aufgabe, so grundsätzlich den da mal neue Wege aufzuzeigen. Und ich meine, neben der Verantwortung dafür, dass ich den Arzt zum Unternehmer machen möchte, ist meine Verantwortung ja auch, dass ich dafür sorgen will, dass genug Ärzte da sind, die genügend Patienten richtig und ganzheitlich betreuen, dass wir keine unterversorgten Gebiete haben. Denn wir haben ja dann auch eine persönliche Geschichte mit unserem Sohn, der damals viel Glück gehabt hat und dass ein Arzt zur richtigen Zeit da war. Und wenn ich sehe, dass wir in einem hochindustrialisierten Land leben, kann es nicht sein, dass wir eine Unterversorgung für die Patientenversorgung haben. Ich würde noch mal gerne eine Frage zum Thema Theta Healing stellen. Das Healing bedeutet ja Heilung, da steckt das Wort schon drin. Und ich habe natürlich im Vorfeld auch mal geguckt, was Theta alles beinhaltet. Also nicht nur aus Griechenland kommend, bezogen auf das Alphabet, ne, oder auf die Zahl, Buchstabe, genau, der achte Buchstabe im griechischen Alphabet. In der Finanzwelt übrigens kommt das Thema Theta auch vor. Da geht es immer um eine Kennzahl für den Zeitverlauf eines Optionsscheins. Also auch da gibt es das Thema Theta. Okay. Aber das ist ja nicht dein Ansatz. Kannst du nochmal sagen, worum geht es dabei und welchen Ansatz Heilung kann da geboten werden? Ja, also tatsächlich ist es so, alle Theta-Healer dieser Welt würden jetzt wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Theta-Healing, und das ist das Schöne daran, lässt sehr viel offen, sodass jeder auf seine eigene Art mit dem Instrument Theta-Healing seinen Weg findet. Es gibt tatsächlich Theta-Healer, die sagen, ich habe mich auf körperliche Sachen spezialisiert, was ich nicht getan habe, weil ich diese körperlichen Sachen tatsächlich einfach den Ärzten überlasse, weil ich überzeugt davon bin, dass sie es am besten können.
Theta Healing, was macht man? Im Grunde genommen ist es tatsächlich der Hypnose relativ ähnlich. Es ist, der Unterschied ist nur, dass im Grunde genommen also ich als Coach mich auf die Theta-Gehirnwellenfrequenz begebe. Das ist die, die wir kennen, kurz bevor wir einschlafen. Das ist die, wo einfach das Unterbewusstsein am höchsten ist. Wenn wir meditieren, wenn wir Menschen in Hypnosen versetzen, dann sind die im Theta-Zustand. Also im Bereich der Neurologie kenne ich es aus dem EEG. Also das ist ja eine Frequenz des EEGs im Bereich der... Richtig. Also es ist einfach nur eine Hirnwellenfrequenz, die den Verstand ein bisschen nach unten schraubt und das Unterbewusstsein ein bisschen höher setzt. Und ich versetze mich in diesen Theta-Zustand. Das habe ich gelernt. Das dauert 3 Sekunden. Und dann verbinde ich mich... ich sage an der Stelle, es ist hochspirituell. Ich verbinde mich im Grunde genommen mit den Klienten. Ich schicke mein Bewusstsein in eine Kugel und schicke diese Kugel zu meinen Klienten. Und dort sehe ich Dinge, die ihn belasten, die ihm im Weg stehen, die Glaubenssätze, Gefühle, die er nicht kennt. Es gibt ganz viele Menschen, die immer an ihren Glaubenssätzen arbeiten und sagen, okay, ich bin was wert und all diese Sachen. Also dieses, ich bin nichts wert, ist so ein typischer Glaubenssatz, oder ich darf kein Geld verdienen. Geld und Heilung ist nicht verbindbar, haben ganz, ganz viele Menschen in unseren Berufen. Okay. Und dann arbeiten sie dagegen, gegen diesen Glaubenssatz, alles ist schön, aber sie kriegen nicht das Gefühl, ich darf in der finanziellen Freiheit leben. Dieses Gefühl fehlt ihnen, und das sehen wir Theta Healer eben auf dieser Ebene, auf der wir uns verbinden, und geben den Menschen dieses Gefühl. Oder Seelenverträge. Es gibt Seelenverträge, Menschen, Frauen, die Kinder verlieren. Die haben Seelenverträge und Seelenanteile bei ihren Kindern. Mhm. Verlorene Seelenanteile, die wir eben auf dieser spirituellen Ebene mit Hilfe von anderen Kräften zurückholen und damit den Mensch wieder ganzheitlich und komplett machen können. Und das brauchen wir, um gesund zu sein. Also nicht nur wenn ein Ereignis stattgefunden hat. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel Kindsverlust oder also eine wirklich schlimme oder tragisches Ereignis in der Vergangenheit, sondern du hast von Glaubenssätzen gesprochen, also etwas, was oft auch aus der Kindheit kommt, was man irgendwie bewusst oder unbewusst aus seiner eigenen Erziehung mitgebracht hat. Genau. Dass so etwas gilt es dann zu lösen in dem Moment. Das wäre die erste Frage, und die zweite Frage: Wie lange dauert sowas? Und das ist das Schöne. Also ja, es gilt es zu lösen, es gilt es aufzulösen und vielleicht mit was Positivem zu ersetzen, aber auch nicht aufzulösen und wegzuschicken, sondern auch dem dankbar sein. Ne? Das ist ja auch immer diese Dankbarkeit etwas gegenüber, auch einem schlechten Erlebnis gegenüber, ist einfach was Wichtiges, um eine Heilung zuzulassen. Einfach zu sagen, okay, ich habe das erlebt und es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und nicht alles von dem, was ich heute bin, ist schlecht, sondern auf jeden Fall. Gemacht, ja. Hat mich zum Kämpfer gemacht, all diese Sachen. Also ja, wegschicken, ich sag mal danke, aber nein danke. Danke dafür, dass es dich gab, nein danke für meine Zukunft. Mhm. Also, so mit Glaubenssätzen umgehen. Und jetzt habe ich die zweite Frage verloren, wie lange es dauert. Genau. Das ist das Spannende. Theta Healing ist, wenn wir sehr intensiv arbeiten, tatsächlich in einer Stunde möglich. Also wir können Dinge auflösen in kürzester Zeit. Weil wir reden mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Und das Unterbewusstsein braucht nicht lange, um Dinge zu begreifen. Das Unterbewusstsein sagt, danke, ich helfe meinem Menschen, besser, größer, stärker, gesünder zu werden. Also trotzdem, dass es lange gedauert hat und ich mich sehr lange damit beschäftigt habe, weil ich vielleicht heute wie ich, Ende 40, viele Dinge aufgestaut habe, wäre das möglich, Dinge in einer relativ kurzen Zeit, wie auch immer kurz dann ist, tatsächlich aufzulösen und damit eben auch einen neuen Prozess, Heilung, Selbstbewusstsein und so weiter mit anzuregen, aufzulösen. Genau so ist es. Also es gibt manche Klienten, die sagen, ich habe eine riesen Palette von 10 verschiedenen Themen, die hätte ich jetzt gerne alle jetzt geklärt. Mhm. Und ich sage, wow, das ist ein bisschen schwierig für dein Unterbewusstsein, aber wenn ich mit einem Thema komme, dann kann ein Thema super gut auflösen. Mhm. Wenn es 5 grundsätzliche Themen sind, dann würde ich sagen, lass uns mal 2 Sitzungen machen. Okay. Aber und das Schöne ist auch bei Theta Healing, wir müssen nicht nochmal durch das Trauma gehen. Also man kann auch Dinge, und das ist für mich ganz wichtig, ich halte, es ist mit Sicherheit oft sinnvoll, aber ich persönlich arbeite ungern in der Vergangenheit in den Traumen und sage, du hast es schon erlebt, du musst nicht nochmal dadurch. Lass es uns von außen anschauen und lass es uns loslassen. Es ist
Wow, absolut nachvollziehbar. Gehen einem ja sofort persönlich viele Dinge durch den Kopf, die man mal lösen könnte, lösen müsste, aber vielleicht auch nochmal die Gedanken zu den Ärzten, die sich das anhören oder zu allen Medizinern, die mit dabei sind. Vielleicht auch mal ein Gedanke bei Patienten, wo man wirklich nicht weiterkommt, ja, wo man wirklich für sich entscheidet, es muss vielleicht einen anderen Weg geben, sich zu öffnen, sich dem Thema mal grundsätzlich zu nähern. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sowohl das Thema Gesichtslesen mittlerweile in China ja sowieso etabliert ist, auch für Krankheitsdiagnosen, aber auch auf dem Weg zur Wissenschaft ist und das Thema Theta Healing ja auch schon auf dem Weg nicht nur dahin ist, sondern vielleicht auch eine wirkliche Grundlage, eine wissenschaftliche Grundlage vielleicht auch hat, auch wenn es natürlich, du hast absolut recht, spirituell und esoterisch anmutet, so wie du es jetzt gerade beschreibst. Ne? Aber Menschen, die es versuchen, es mit der Quantenphysik zu erklären, und das machen die auch sehr überzeugend. Ehrlicherweise was muss ich das jetzt erklären, wenn ich doch spirituell arbeite, muss ich nicht mit der Quantenphysik kommen. Es gibt Theta Healer, die mich jetzt wahrscheinlich erstechen würden. Aber es gibt einen Ansatz der Quantenphysik, die das erklärt. Ja, okay. Kann ich nicht so überzeugend rüberbringen, deswegen lasse ich es einfach. Okay. Jetzt hast du ja mit deiner Firma Tortuga, also sowohl Tortuga Coaching als auch Tortuga Management, zwei Firmen, die sich sehr stark mit diesen Themen beschäftigen. Also wie ich es jetzt verstehe, kannst du da gerne vielleicht selbst noch was zu sagen, ist das Thema Management aufs Business ausgerichtet, also Coachings für Firmen, also du bist auch als Trainerin, Speakerin in Firmen unterwegs, wir haben ja vorhin Auswahl aus der Firmenpalette genannt, und das Thema Coaching sich mehr individuell mit der Person und dem Menschen beschäftigt. Genau, ist richtig, ja? Genau, richtig verstanden. Ja. Neben dem, dass wir natürlich alle Informationen zu dir, zu den Firmen auch in die Shownotes bringen, also dass man direkt Kontakt zu dir aufnehmen kann, gibt es irgendwie einen Weg, den du am besten findest, wo man sagt, da auf jeden Fall, da bin ich gut zu erreichen? Ach, immer persönlich am besten, per Handy oder per Mail und einfach schreiben und ich melde mich zurück. Oder das ist einfach... Losgehen. Also ich glaube, ganz, ganz viele Ansätze auch für den Mediziner, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben ja gesagt, es wird ein bisschen außergewöhnlich heute. Ich glaube, da sind viele, viele tolle Ansätze gekommen. Jetzt habe ich natürlich seit ungefähr 28,5 Minuten, so lange sind wir jetzt hier schon den Eingang zum Thema Gesichtslesen noch offen. Ich wage das jetzt einfach mal. Wenn du möchtest, darfst du das sagen, was du für richtig hältst. Ich darf dein Gesicht lesen, möchtest du damit sagen? Ja, also vielleicht noch, also nicht so weit, dass ich jetzt hier gleich aufhören muss mit dem, was ich tue, aber also ich mach das einfach. Mach einfach, was du für richtig hältst. Ja. Also ich will da auch noch mal einmal vorgreifen, wir werden uns ja wahrscheinlich noch mal an einem anderen Podcast sehen, und zwar dem, wo ich sehr über Gesicht lesen und das, was du mit deinen Potenzialen machst, reden werde, oder du redest dann hauptsächlich. Das wird nicht mehr lange auf sich warten, deswegen hier nur in aller Kürze. Du bist ein Mensch, du verbindest tatsächlich das Visionäre. Also du hast Visionen in dir und du solltest erschaffen. Du solltest Dinge erschöpfen und du solltest Erinnerungen hinterlassen. Das ist das eine. Und das andere ist, du solltest führen. Und das ist natürlich eine perfekte Kombination für jemanden, der seinen Visionen folgen sollte, und der Visionen sind immer das, was die Welt noch nicht kennt. Und deswegen bedarf es natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen, und es bringt dir die Führungsqualität und die Kampfesqualität, die du in dir hast. Kämpfe deine Visionen, setz sie um, und geh ein bisschen aus dem Kümmern raus und geh in die Führung von Menschen rein, die unterstützt werden wollen. Also pass auf, dass du nicht zu sehr kümmerst, und geh mehr in die Haltung des Führens. Das würde ich dir sagen. Dir fallen private Entscheidungen leichter als berufliche Entscheidungen. Das ist, bei beruflichen Entscheidungen brauchst du oft Zeit. Nimm dir die Zeit, lege ab und sag dann irgendwann, und jetzt treffe ich die Entscheidung. Und bestenfalls für deine Vision, weil die Visionen werden dich in den richtigen Weg bringen. Und du hast die Vitalität, die du dafür brauchst, auch den Kampf für die Visionen aufzunehmen. Ja, also eigentlich müssen wir jetzt aufhören, weil damit ist eigentlich alles gesagt. Also ja, ich bin total erstaunt.
Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Podcast, weil da wird ja dann noch ein bisschen mehr kommen über das, was du jetzt gerade innerhalb von ein paar Minuten mein ganzes Leben zusammengefasst hast. Also Wahnsinn. Ja, müssen wir vielleicht noch mal in Ruhe und in einer persönlichen Stunde drüber sprechen. Das ist schon echt erstaunlich. Also ja. Ja, es ist ein ganz wundervolles Tool und ich hatte es zu Anfang gesagt, wir können einfach Menschen in ihre absolute Kraft bringen und ich glaube, jeder Mensch kennt sich. Also ich habe wenige Klienten, die von mir Dinge hören, wo sie dann da sitzen und sagen, was glaube ich nicht, aber sie hören es aus einer anderen Perspektive und sie hören es aus einer wertschätzenden Perspektive. Man kann immer sagen, oh, ne, du mit deinen Visionen könntest sagen, oh, ich träume mal in der Gegend rum und bin total unrealistisch. Aber dafür sind deine Visionen ja nicht gedacht. Deine Visionen sind ja dafür da, in die Welt zu kommen. Und die Visionäre, die brauchen halt ein bisschen länger als die Nacht zum Träumen. Und das ist okay. Und wenn du das aber als dein Talent und dein Potenzial und im Übrigen in deinem Fall auch deine Lebensaufgabe siehst, dann wirst du in deine Kraft kommen. Also du bist ja schon in deiner Kraft. Du tust das ja schon in weiten Teilen. Aber das Schöne ist ja, dass man, dass wenn wir jetzt hier so sitzen, wir könnten jetzt auch in einem Café sitzen und ich hätte noch nicht das Richtige getan. Ich weiß ja, dass ich gerade hier das Richtige tue und von daher ist das ja nur eine Bestärkung dessen, was du eben jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also von daher, ja, vielen Dank. Das ich bin echt beeindruckt. Bevor wir haben ja immer so für den Rahmen des Podcasts, also die Einladung, ich nehme die wirklich sehr, sehr gerne an und auch den Link für den Podcast, wenn der dann schon da ist oder wenn er kommt. Noch nicht, du wirst einer der Ersten sein, erst im Aufbau. Okay, ja, dann verlinken wir einfach deine Seite und da kann man ja, oder dein Blog auch, da kann man ja hinterher auch auf jeden Fall auf den Podcast kommen. Absolut. Ja, bevor wir wollen ja immer so das Interview innerhalb von 40 Minuten, 45 Minuten belassen, wir sind jetzt knapp bei 35, würde ich gerne noch zum Schluss mit dir eine kurze Frage- und Antwortrunde machen. Das ist immer ganz schön, weil man damit unterschiedliche Antworten auf immer die gleichen Fragen bekommt. Okay. Ja, in Richtung Medizin natürlich, aus deiner Sicht. In den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo entwickelt sich die Medizin hier in Deutschland oder überhaupt weltweit? Ich hoffe, dass wir es schaffen, uns Hände zu reichen und jeder in seiner größten Kompetenz das Beste für die Menschheit machen kann. Das wünsche ich mir und ich glaube auch, dass Menschen wie du dafür sorgen, dass das so sein wird und dass wir raus aus einem Kampf und rein in eine Gemeinsamkeit gehen. Sehr schön. In dem Zusammenhang nur noch mal eine Sache, die vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das für dich weit weg ist. Was hältst du von dem Thema künstliche Intelligenz? Im Thema jetzt auch medizinisch irgendwie, ist das womit du dich beschäftigst? Es macht mir Angst, muss ich zugeben, und ich merke, alles, was mir Angst macht, oder vielleicht nicht nur ich, sondern alle, halten sich da zurück. Ich glaube, in manchen Feldern ist es was ganz Wertvolles, was uns weiterbringen kann. In anderen Feldern, ja, sollten wir vielleicht die Finger davon lassen und den Menschen seine Seele arbeiten lassen. Mhm. Ja. Okay. Wenn du jetzt so einen Rückblick machst auf dein Leben, du hast ja einmal schon einen richtigen Cut gemacht in deinem Leben, deshalb ist die Frage, würdest du heute gerne etwas ändern, etwas anders machen? Auf gar keinen Fall. Okay. Es ist alles so richtig, wie es war und wahrscheinlich auch, wie es sein wird. Super. Das ist eine schöne Antwort, damit weiß man, dass du absolut auf dem richtigen Weg bist. Gibt es einen Ort, an dem du gerne leben oder arbeiten würdest, außer Dresden jetzt, wo gerade dein Lebensmittelpunkt ist? Meine Liebe geht so ein bisschen auf die Philippinen. Wo ich mir durchaus vorstellen könnte, die Hälfte meiner Zeit in den Philippinen oder auf den Philippinen zu verbringen. Aber ich bin hier ganz glücklich. Und das reise sowieso viel. Und ja. Das hängt dann wahrscheinlich tatsächlich mit dem persönlichen Umfeld zusammen, ne? Genau. Das ist schön, herrlich. Dann eine Frage zum Buchtipp oder Filmtipp. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders erreicht, mitgerissen hat oder das du empfehlen kannst, jetzt auch was vielleicht zum Thema passt hier? Also ich bin nicht so der Filmegucker, deswegen eher ein Buch. Ich habe ein Buch mitgebracht, der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Das ist das Buch, was eigentlich zu unserem Podcast am besten passt. Super, ja, sehr schön. Ein Autor, der Neurochirurg ist, der auf Hirnforschungsebene ganz vieles erklärt und versucht, sein Glück und seine Gesundheit auf dem medizinischen Wissen zu finden und merkt, dass er noch was anderes dafür benötigt, um hundertprozentig glücklich und erfolgreich zu sein. Mhm. Und das bringt dieses Buch, es ist eine wahre Geschichte. Es ist ein wunderschönes Buch und für sowohl Mediziner als auch spirituelle Menschen ein Brückenschlag. Das ist wundervoll. Hast du noch mal eben den Autor? Das ist James R. Doty.
James R. Doty. Okay. Zeig das mal, ja, okay. Aber wir können es ja auch in die... Genau, wir verlinken es auf jeden Fall, genau. Machen direkt, wo man es beziehen kann. Gibt es noch ein Buch, wo du sagst, ich habe vielleicht... Ja. Ich habe noch ein Buch, das ist eigentlich das Buch, was mich am meisten prägt. Es ist nichts zu lesen, es ist das 10-Jahres-Buch. Es hat mir eine Freundin vor 6 Jahren geschenkt und man sammelt jeden Tag einen Glücksmoment. Und da kommt man gut aus dem Bewohner raus. Viele Grüße an Tobias Beck, weil dieses Buch sich dazu... zwingt, die schönen Seiten des Lebens zu sehen und dich über deine Glücksmomente zu freuen. Und das macht dich zu einem sehr leuchtenden Menschen, wenn du das über Jahre hinweg jeden Tag machst. Also das heißt, das ist dein 10-Jahres-Buch, das du irgendwann geschenkt bekommen hast und du trägst jeden Tag deinen Glücksmoment des Tages, deinen Lebensmoment des Tages. Genau so ist es. Und das bringt mich dazu, dass ich in 10 Jahren 360 mal 10, ihr wisst schon, wie das funktioniert, das Rechnen, Glücksmomente finde, die mich glücklich gemacht haben und die mich auch im Nachgang immer glücklich machen. Mhm. Machst du das morgens oder machst du das abends? Morgens für den letzten Tag. Einmal 24-Stunden-Regelung sozusagen, also 12-Stunden-Regelung. Mal passieren lassen, weil manchmal ist man sich über den Glücksmoment von dem heute gar nicht so bewusst und man braucht einmal schlafen, um zu wissen, das hat mich reich gemacht gestern. Sehr schön. Ja, zum Schluss meine Frage immer noch, weil wir ständig auch neue Podcast-Gäste für diesen Podcast haben möchten. Ja. Interessante Gäste, die nicht immer aus dem persönlichen Umfeld kommen müssen, wo wie das jetzt bei uns beiden ist. Deshalb die Frage, gibt es jemanden, den du uns für diesen Podcast gern aus dem Bereich Medizin, muss aber nicht sein, empfehlen kannst oder würdest? Ich denke da an zwei Versionen. Ich habe zwei Freunde, die sehr, sehr junge Ärzte sind, die gerade Ärzte geworden sind, mit denen ich es total interessant finde, wenn du mit denen mal sprichst, was sind eigentlich deren Ängste und was sind deren Gedanken zu dieser Selbstständigkeit, zu dieser Thematik. Und dann habe ich noch einen sehr reifen Mann, möchte ich es an dieser Stelle sagen, der... ein großer Chefarzt und Oberarzt in Leipzig war, der heute in seinem hohen Alter noch Geschäftsführer einer Führungskräfteentwicklungsfirma ist. Und der wird vermutlich auch vieles zu erzählen haben. Diese zwei Menschen diese Gruppe von Menschen wären vielleicht sehr, sehr spannend für deinen Podcast. Auf jeden Fall. Dann würde ich dich bitten, dass wir das vielleicht im Nachgang noch machen, dass wir, wenn du die vorher fragen willst, ist das auf jeden Fall in Ordnung, weil das macht ja Sinn, ne, bevor man dann Kontakt aufnimmt. Aber hört sich sehr, sehr spannend an und ich finde gerade die jungen Mediziner, also neben dem, dass natürlich auch der sehr Erfahrene super interessant ist, weil der natürlich viel, viel aus dem Leben und aus dem Leben des Arztes berichten. Ja. Aber jung deshalb, weil es natürlich für uns immer wieder darum geht, auch zu sagen, bringt ihr den Mut noch auf? Und wenn nicht, woran liegt es denn? Und was können wir tun damit? Also bei vielen liegt es an ganz einfachen Dingen, die dann in betriebswirtschaftlichen Dingen liegen, wo man sagt, ich kenne das nicht, habe das noch nicht gemacht, aber das ist eben unsere Aufgabe, das ja mit zu betreuen und zu begleiten und die Angst zu nehmen, sich dieser Herausforderung zu stellen und dann wirklich auch Arzt sein zu können, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Sehr schön. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Anne, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Jetzt schon bei knapp 40, fast 42 Minuten. Ja, also nicht nur, dass ich nochmal tief durchatmen muss über das, was du in Windeseile in meinem Gesicht gelesen hast, sondern auch, was du gesagt hast. Und ich glaube, ein toller Ansatz für viele Mediziner, die sich das anhören. Und ich würde mir wünschen, dass das sehr viele sind, die vielleicht darüber nachdenken, dass es neben den normalen Dingen in der Schulmedizin vielleicht auch noch ein paar andere Dinge gibt, über die es sich lohnt, mal nachzudenken und mit auseinanderzusetzen. Also von daher ganz lieben Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Eine Bitte zum Schluss, die habe ich immer und das ist mir wirklich wichtig, bewerten Sie uns bei YouTube oder bei iTunes, schreiben Sie Bewertungen, denn nur so wissen wir, was wir richtig machen, was wir falsch machen. Also keine Bewertung ist nicht so schön wie eine schlechte Bewertung oder wie natürlich eine gute Bewertung ist noch am allerschönsten. Also nur damit wir da weitermachen können. Und Anne, dir nochmal ganz lieben Dank nach Dresden und an Sie vielen Dank. Bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was und seien Sie aktiv. Bis dahin und zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.